Hallo und herzlich willkommen, Leute, zum nächsten Part von Medal of Honor Spearhead. Und wie ihr sicherlich schon hören könnt, habe ich ein neues Mikro. Und zwar, das hatte ich schon mal gehabt, aber es ist im Arsch gegangen. Hatte ich ein billiges Mikro eine sehr lange Zeit leider. Das ist mir auch leider kaputt gegangen. Jetzt war ich wirklich gezwungen, ein neues Mikro zu kaufen. Und dann habe ich mir das alte gekauft, wie ich vorher auch hatte, das gute. Und zwar das Medusa NX5.1 Gaming Headset von Speedlink Blackhakes. Ist ein tolles Mikro, würde ich euch empfehlen. Ja, dann machen wir weiter. Weihnachten morgen, Alliiertenfront. Okay, Jungs. Jetzt oder nie. Brown, Sie rücken mit Foster, Drake und den anderen von links vor. Hatcher, an das Geschütz. Nehmen Sie sich Benson, Verona und ein paar Männer und stürmen Sie den Pass. Barnes, wir rücken in der Mitte vor. Alles in Deckung. Warte, warum auf muss mein Signal. Barnes sein? Aber die Scheiße. So, ganz kurz mal, ich will kurz wieder die Aufnahmeeinstellung mal prüfen. Bis gleich. So, ja, da Leute, also bis hierher muss ich sagen, ist die Einstellung gar nicht mal so schlecht. Ich denke mal, ich kann so weitermachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was? Oh mein Gott, oh mein Gott, was geht hier vor? Was hat das Feld? Ja, ist er dabei? Oh Mann. Hilfe. Ein Panzer, genau. Oh Gott. Ja, da hat es mich wohl gerafft. Ein Scheiß. Oh, verfickte Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Oh. Was geht denn hier ab, Leute? Ich bin gefickt! Ja, das war's. Verdammte Scheiße! Gebe noch! Sanitäter! Nicht mehr. Captain ist gefallen, sie haben versagt. Ey, was ist das denn für ein Scheiß? Wenn der da drin ist wie ein Irrer. Lustig.
hast du dich immer noch. Ich schieße ihn auf der Kirche. Soll mir recht sein, ich werde dann, oh mein Gott, das gehört zweimal an Präzision, immer ohne, ohne schlecht. Aufrücken, Sergeant! Sichern Sie das Hotel, alles klar, Alter, bist du mir das ganze Dorf hier sicher, das ist nicht ganz gut. Ich muss so, warum nicht? Aber das geht für 20. Panzer auf 12 Uhr! Ja, schön, ja, danke! Was zur Hölle? Ich kann nicht wahr sein, was ist das für eine Scheiße, Alter? Und mein Freund war nicht mit mir hier. Safe. Weiter. Panzer auf 12 Uhr! Sanitäter! Was ist denn das? Panzer auf 12 Uhr! Was ist das für ein Panzer? Panzer auf 12 Uhr! Panzer auf 12 Uhr! Euch ist erwischt! Der hat ein Aimbot an! Kann ich genau sehen! Wo ist denn der Captain überhaupt? Dann soll der mal voraussehen hier. Der Captain. Muss echt auf ihn aufpassen. Lebt er noch? Er lebt noch, gut. Oh, ist der Panzer, den ich zerstören soll? Dann komm her, Panzer. Du warst einmal. Oh. Ja! Coole Sache, finde ich gut. Oh, der lebt ja wieder. Das fällt schon wieder. Ah, Scheiße. Sterb. Machen wir uns alle, warum? Warum tut sie das? Oh, nicht gut, nicht gut. Ja, ich bin doch vor. Sichern Fall. Sie das Hotel, Sergeant. Ich sichere den Vordereingang. Schnell! Häuseraufklärung mit der Flinte. So muss es sein, so und nicht anders. Finde ich gut. Hallo? Stehen. Zu Hause? Mal zu Hause? Ja! Mal zu Hause? Oh! Hier schläft ein Trank. Irgendwas ist gestorben. Ich hab's nicht verstanden. Was soll das hier? Achso! Mensch! Ich sieg mich auf meinen Kameraden ein. Okay, der ist hier soweit gesichert, der Schuh. Was ist hier noch? Wegen. Oh, wie viele Stockwerke gibt's denn hier? Das ist doch kein Haus. Das ist ein Hotel, ja, aber. Also. Was ist das?
Okay. Oh mein Gott, was geht denn hier ab? Hänge! Okay. Erreicht, finde ich gut. Ich bin wieder raus hier. Ach, wo geht die Tür auf? Warum auch nicht? Den Captain finden, ja. Zerlebt doch, was soll das? Nicht übel, Kleiner. Wenn das kein verdammtes Weihnachtsgeschenk war. Natürlich. I've got a present for you. Oh mein Gott. Halt! Holen Sie den Vogel mit der Flak vom Himmel. Finde ihn gut. Ach du Scheiße! Schuss zatschend, aber jetzt nichts wie weg hier! Do a barrel! Gut, Leute, man sieht sich im nächsten Part. Ciao, ciao! Ja, Leute, ich habe gerade aus Versehen Video übersprungen, dass ich auch mit auf dem Part draufklatschen. Bis gleich! Obwohl sich die Deutschen an allen Fronten zurückziehen, denken sie nicht daran aufzugeben. Sehr zur Freude der Russen. Georgi Schukow, der sowjetische General, plant eine Großoffensive auf Berlin. Wir werden die Rote Armee aus der Luft und mit Bodentruppen unterstützen. Wenn die T-34-Panzer der Russen erst einmal die Oder überquert haben, werden sie mit den Deutschen kurzen Prozess machen. Der Hass der Russen ist verständlich. Immerhin haben in diesem Krieg 20 Millionen Russen ihr Leben verloren. Es stellt sich nicht mehr die Frage, ob die Deutschen diesen Krieg verlieren, die Frage ist, wann. Sergeant Barnes, April 1945. Okay, Leute, dann machen wir den nächsten Part. Ciao, ciao.